Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, Great Fireworks. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute herzlich willkommen zum ersten Vorfreudeteil Cut 1. Und ja Leute, Cut 1 heißt natürlich Kategorie 1. Für die Leute, die es nicht wissen, Jugendfeuerwerk. Und ich habe eine geile Mischkiste zusammengestellt zu Hause. Und darüber werden es jetzt mehrere Teile geben, die jetzt verteilt übers Jahr hochgeladen werden. Und ja Leute, dann würde ich sagen, ich zeige euch gar nicht erst großartig, was hier drin ist. Das werdet ihr jetzt alles im Video sehen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß Leute. Leute, wir haben hier den kleinen Karton mit F1 drin. Ja, wir haben hier Koboldbombetten. Da schon mal einen herzlichen Gruß an den Pyro-Kobold, der mir das übergeben hat beim Burning Airfield. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir zünden jetzt einfach drauf los. Genießt die 3-4 Teile, die jetzt kommen werden. Und ja, übrigens, super geile Location hier, Leute. Guckt euch das an. Einfach nur Hammer. Traumhaft. Ja, Leute, und dann würde ich jetzt sagen, viel Spaß mit den ersten Artikeln. So, ich würde sagen, wir fangen direkt schon mal mit Babyflute-Raketen, Mini-Raketen von Katan an, sind F1 und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß. So Leute, die sind jetzt hier drinne und dann würde ich sagen, viel Spaß. Erstmal eine einzelne. Und dann versuchen wir jetzt mal zwei auf einmal. Sehr geil. So, und ich würde sagen, wir machen mal direkt weiter. Was haben wir hier so? So Leute, jetzt haben wir hier die Koboldbombetten mit einer alten BAM-Nummer. Schöne Raritäten von Nico sind die. Vielen Dank an Pyro-Kobold, der sie mir übergeben hat. Und ich würde sagen, daraus zünden wir jetzt mal direkt zwei hier. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade im Hintergrund hört, aber hier ballert es sogar. Auch geil. So Leute, jetzt haben wir hier zwei Koboldbombetten und die zünden wir jetzt. Viel Spaß. So, und ich würde sagen, wir machen jede einzeln. Also jetzt viel Spaß mit einer. Das war Nummer 1 und direkt die zweite hinterher. Sehr schön. So, gucken wir mal als nächstes, was haben wir hier noch so drin. Komm Leute, machen wir mal hier einmal die Sonic Infinity Crackling Balls von Geisha. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, Leute, aber da hinten ist einfach gerade Feuerwerk, Leute. Vielleicht hört ihr es. Einfach nur ein geiles Feeling, Leute. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Jungs. Das ist einfach ein Zeichen dafür, es ist einfach bald wieder soweit. So, und jetzt kommen zwei Crackling Balls von Geisha. Viel Spaß. Und ich würde sagen, erstmal ein einzelner. Sehr gut. Besser als erwartet. Es war leider eine kurze Brenndauer, aber naja. So, als nächstes machen wir mal 5 dicke Brummer, die hauen wir jetzt alle weg und damit viel Spaß. So, auch hier fangen wir wieder mit einem einzelnen an. Die guten Dinger sind von Weko. Und jetzt viel Spaß mit dem ersten. Dreht sich sogar auf dem schlechten Untergrund sehr gut. Und ich würde sagen, jetzt hauen wir mal so ein paar mehrere weg hier. So zwei. Und direkt den dritten hinterher. Sehr gut. So, und wir sagen, gucken wir mal hier weiter, was haben wir noch so drin. Komm Leute, machen wir noch ein Schockalino von Röder Feuerwerk. So, jetzt Leute, Schockalino von Röder Feuerwerk. Ich hoffe, er zerlegt sich nicht. Hier auch nochmal liebe Grüße an Pyro-Kobold. Und jetzt viel Spaß bei der Zündung.
Ah, ist ausgegangen. Sehr schön, und er hat sich nichts zerlegt. Geil. Ja Leute, ich würde sagen, wir machen hier nochmal so eine Pfeifrakete. Viel Spaß. Einfach Hammer-Atmosphäre, Leute. Komm. Machen wir als nächstes die Knister-Knaster-Knatterbälle von Catan. Und da würde ich sagen, komm, holen wir uns hier mal drei raus. Das sind dann alle. Und damit jetzt viel Spaß. So Leute, jetzt wie gesagt Knister-Knaster von Catan. Erstmal ein Einzelner und dann zwei auf einmal. Boah, die haben schon saftiger gescheppert. Und ich sage, machen wir die letzten zwei. Sehr schön. Ja, Leute, und als Abschluss würde ich nochmal sagen, machen wir nochmal eine Koboldbombette. Ich würde sagen, die stellen wir hier nochmal hin. Noch eine schöne Koboldbombette als Abschluss des Videos. So, viel Spaß. So, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da. Und ja Leute, nicht mehr lange bis Silvester. Und ich würde sagen, wir sehen uns im zweiten Teil. Haut rein und ciao.